Herzlich willkommen bei Plasson. In diesem Video stellen wir den Plasson Gartenhydrant aus dem Produktprogramm der Zählerschächte vor. Der Plasson Gartenhydrant bietet sich überall dort an, wo Wasser temporär entnommen werden muss. Typische Einsatzmöglichkeiten ergeben sich zum Beispiel im Bereich von Garten- und Parkanlagen oder Camping- und Sportplätzen. Die kompakte Bauform ermöglicht einen schnellen und einfachen Einbau. Der Gartenhydrant ist frostsicher ausgeführt. Die folgenden Komponenten werden für den fachgerechten Einbau benötigt. Unser Gartenhydrant in der Ausführung mit Rohrdeckung 1 Meter, 1,25 Meter oder 1,50 Meter. Anschlussverbinder, zum Beispiel Plasson-Klemmfittings der Serie 18, Steckfittings der Serie 19 oder SmartFuse Elektroschweißfittings. Sowie das Gartenstandrohr DN25 zur Wasserentnahme mit 360 Grad schwenkbarem Auslaufventil und Rückflussverhinderer und die Straßenkappe mit Deckel. Im nachfolgenden Video möchten wir den Einbau beispielhaft vorstellen. Für die Installation des Gartenhydranten wird nur ein geringer Platzbedarf benötigt. In unserem Beispielvideo wird der Gartenhydrant mittels Plasson-Klemmfittings der Serie 18 an das vorhandene Wassernetz angebunden. Aufgrund des geringen Bauteilgewichtes lässt er sich sehr einfach in der Baugrube aufstellen. Für die Anbindung benötigen Sie Montageschlüssel Serie 18, Anschrägglocke, Markierungsstift und ein Messmittel. Entfernen Sie als erstes die Schutzkappe vom PE-Spitzende. Fasen Sie das PE-Spitzende des Gartenhydranten mittels Anschrägglocke an. Messen Sie die Rohreinstecktiefe des Fittings aus. Übertragen Sie die gemessene Einstecktiefe auf das PI-Spitzende des Gartenhydranten. Führen Sie anschließend das PI-Spitzende bis zum Anschlag in den Fittingkörper ein. Kontrollieren Sie, ob der Anschluss spannungsfrei ausgeführt ist. Ziehen Sie die Überwurfmutter zunächst von Hand an und mit dem Plasson-Montageschlüssel kräftig fest. Durch eine einfache Kontrolle kann die waagerechte Ausrichtung des Gartenhydranten überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Achten Sie beim Verfüllen der Baugrube auf eine lageweise Verdichtung des Aushubmaterials. Setzen Sie die Straßenkappe über den Gartenhydranten und führen Sie die abschließenden Arbeiten durch. Zur Bedienung wird der Deckel der Straßenkappe angehoben und zur Seite geschwenkt. Anschließend den GK-Verschluss öffnen und das Standrohr mit hochgezogenem Sicherungsring auf das GK-Kupplungsstück aufsetzen. Unter leichtem Druck rechtsdrehend im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag aufkuppeln. Den Sicherungsring auf die Kupplung aufschieben. Die ovale Abdeckplatte in die Straßenkappe absenken. Das Auslaufventil kann jetzt freidrehend positioniert werden. Die Bedienung erfolgt über den Griff mittels 90 Grad Drehung auf/zu. Zwischenstellungen werden durch Wasseraustritt angezeigt. Die
Die wesentlichen technischen Eigenschaften des Gartenhydranten haben wir für Sie zusammengefasst. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage oder bei Ihren lokalen Ansprechpartnern vor Ort. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir freuen uns auf Sie.